Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombies Ate My Neighbors, Warehouse of the Evil Dolls. Ja, wir sind in Level 24 und wie alle vier Level kriegen wir wieder ein Passwort und es ist etwas schwieriger wieder. Jetzt müssen wir mal schauen, wie gehen wir am besten vor. Warenhaus ist bestimmt wieder mit Babys. Ja, toll. Oder was auch immer das sein soll. Ui, los, greift mal den da unten an. Ja, aua, direkt wieder etwas verletzt. So, machen wir das Teil auf. Wir müssen ja vier Stück hier irgendwie retten. Ah, hab ich was für dich. Kümmer dich mal um den da. Ja, hallo. Wie soll das gehen? Das ist mal wieder so eine Glückssache und Verarsche. Naja, so ist das halt bei dem Spiel. Hat nicht unbedingt so viel mit Können manchmal zu tun. Oh ne, dann gehen wir aber nicht rein. Da können wir umgehen. Es war eigentlich voll nutzlos, gerade dahin zu gehen. Naja, egal. Oh, hier sind alle drei. Ach du Jemini. Alle drei da. Schnappen wir uns mal die... die Gun hier, würde ich sagen. Da. Oh. Haben wir einen schon mal. Und am besten die Panzerfaust noch. Leg sie weg hier. Puh. So, wir könnten eigentlich schon fliehen. Machen wir aber noch nicht. Weil da hinten liegt noch was Schönes. Au. Ja. Ist natürlich wieder mies ausgegangen. War ja klar. So, jetzt ist die Frage, lohnt es sich noch hier irgendwo rumzurennen? Oder entfliehe ich nach da unten, weil ich ja eigentlich alle außer einen gerettet habe, was eigentlich ganz okay ist, drei Stück. Und ich habe 160.000, ich kriege also einen vierten. Dann würde ich schnell mal wechseln auf Betäubung. Ah, hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Und renn hier rein, würde ich sagen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Komm rein da. Einen Stärkepunkt haben wir.